Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo nur wunderschöne Menschen zusehen, so wie immer, Freunde. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir haben jetzt hier von Tag 32 und Bad Moms zu dem Jay einen neuen Song. Irgendwie egal heißt er, produziert von Jumper. Jumper, make a jump. Ich bin echt gespannt, Mann. Ich freue mich sehr, sehr doll drauf. Ich bin ganz ehrlich, ich habe von Tag 32 sehr, sehr wenig nur gehört. I'm sorry. Wenn es irgendwelche wichtigen Songs gibt, die ich unbedingt nachholen muss, schreibt sie mir hier gerne mal rein, so eure Top 3 Tag 32 Songs, die ich gehört haben muss, weil ich habe vielleicht 3 gehört oder so. I'm sorry, Mann. Ey, ich muss echt so viel aufholen bei manchen Rappern. Es tut mir mega leid, Digga. Deswegen machen wir mal eure Top 3 oder zumindest einen Song, den ich unbedingt hören muss, von Tag 32 hier rein. Und dann werden wir das mal vielleicht zusammen anhören oder ich privat zumindest. Anyways, wir haben jetzt Tag 32 und Bad Moms J. Ihr wisst, Freunde, ich bin mit der größte Bad Moms J. Fan, der man sein kann. Ja, da hat mir ein Vögelchen gerade so hier in mein Ohrchen gezwitschert. Falls ihr neu sein solltet, ich werde euch oben ins E-Mail ein paar von meinen Bad Moms J. Reactions reinpacken. Ich sag's, wie es ist, die könnten teilweise nicht verstörend wirken, aber unterhaltsam. Ich glaube, unterhaltsam ist ganz gut. Weil, keine Ahnung, ich bin immer wieder surprised, Mann. Wir haben jetzt hier leider kein Musikvideo, weil ich gerade die Musikvideos bei ihr so krass nice finde, weil man da diese Detailverliebtheit sieht, wie viel Aufwand in den Kleinigkeiten steckt, in dem Make-up, in der Frisur, in dem Outfit. Ich liebe das so zu analysieren und zu gucken. Jetzt haben wir kein Musikvideo, aber trotzdem werden wir uns die Audio geben. Link zum Original in der Beschreibung. Vor allem, ihr wisst, erst Originale abchecken und dann die Reactions geben. Falls ihr auch neu sein solltet, könnt ihr gerne ein kostenloses Abo da lassen. Es hilft sehr. Über 80% der Leute, die die Videos schauen, haben nicht abonniert. Und es ist kostenlos. Ihr könnt immer eure Meinung ändern, falls ihr die abonnieren wollt. Ja, macht es gerne, supportet sehr. Wir hören rein, Tag 32, Feed the Bad Moms, Jay, irgendwie, egal, produziert von Jumper, make a jump, let's go. Jumper, make a jump. Mama meinte, wo ich eben ja so lange her Respekt hat. Okay. Daddy meinte, wird mit jeder Frau, als wäre sie deine Schwester. Okay. Oh, dieses, okay, finde ich schon mal nice. Doch wenn irgendjemand kommt und mit deinen Brüdern Stress macht, was dann? Meinten beide zu mir, Junge, fick ihr Leben, weil sie frech war. Okay. Überleg dir, was du sagst. Dieser Beat. Dieser Beat, Freunde. Ich hab schon wieder erotische Träume mit dem Beat im Kopf, die ich haben werde. Ich sag's, wie es ist. Okay. Überleg dir, was du sagst. Denk lieber nochmal nach. Ist es wirklich smart? Verwettest du deinen Arsch? Was du sagst, denk lieber nochmal nach. Du kennst den und BDDH, ist mir irgendwie egal. Überleg dir. Okay, ich mag das Feeling. Ich mag das Feeling vom Song sehr. Das ist so ein typischer, pump ich im Auto-Song. Song. Was du sagst, denk lieber nochmal nach. Ist es wirklich smart? Verwettest du deinen Arsch? Überleg dir, was du sagst, denk lieber nochmal nach. Geiler Beat. Mama meinte, sei auch nett zu anderen, wenn du sie nicht kennst. Doch das heißt noch lange nicht, mich würde jucken, was ihr denkt, Junge, tap out. Mama sagte, sei auch nett zu anderen, selbst wenn du sie nicht kennst. Aber das heißt noch lange nicht, dass es mich juckt, was du denkst. Gute Aussage, immer nett und höflich sein, aber auch irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt mehr keinen Fuck geben, was die Leute zu dir sagen oder über dich denken. Weil du halt einfach, du bist nett zu anderen so. Und wenn die nett zu dir sind oder auch nicht, kann es dir trotzdem egal sein, was sie über dich denken und sagen und reden. Aber sei nett, sei kein Arschloch. Aber lass dich von anderen nicht beeinflussen und runterziehen. Ich bin nicht perfekt, doch Gott sei Dank sehe ich perfekt aus. Puls in meiner Fresse sieht man sogar aus dem Weltraum. Ich muss leider. Geile Zeile, Mann. Ey, ich liebe diesen überspitzten Humor, den sie manchmal hat. So dieses große, überspitzte, prollige, was irgendwie auch zu ihr passt, was aber auch nicht unsympathisch wirkt, sondern eher sympathisch, finde ich. Der Fresse sieht man sogar aus dem Weltraum. Ich muss leider los, aber du findest den Weg selbst raus. Stell dir einen Check aus. Leuten, den ich... Ey, nice, Mann. Stell dir den Check aus und dieses Cash-Geräusch. Sie kommen gut auf den Beat, Mann. Ich finde den Beat sehr, sehr nice. Also schaut euch den Jumper schon mal. Du findest den Weg selbst raus. Stell dir einen Check aus. Leuten, den ich trau, zähl ich ab an meiner Hand. Zu viel wollen auf mein Schwanz. Diese Bitches haten online, doch dann gaffen sie mich an. Gonna teach your hoe a lesson, weil's ihr Papa wohl nicht kann. Oh, geil, Mann. Geil, Mann. Ich liebe halt auch diese englischen Einwürfe bei ihr, Freunde. Ja, diese englischen Einwürfe wie... Digga, hier einen guten NBA-Vergleich einbauen, bitte. Freunde, da seht ihr, warum ich nicht Deutschrapper und oder Ghostwriter geworden bin.
Aber das ist einfach ihre Art, Mann. Und sie kommt auf diesen Beat sehr, sehr gut, Alter. Und auch die Zeile Gonna teach them hoes a lesson, weil es ihr Vater wohl nicht konnte. Ist auch eine gute Zeile, Mann. Online, doch dann gaffen sie mich an. Gonna teach your hoe a lesson, weil ihr Papa wohl nicht kann. Deine Freunde. Oh, dieses UU, Freunde. UU. UU, das muss ich mir nochmal anhören. UU. Weil ihr Papa wohl nicht kann. Deine Freundin klebt an meinem Marsch wie. Ja, ich spiel mit deiner Puppe, Baby. Ey, nice. Uhu, Uno. Was könnte noch kommen? Voodoo könnte noch kommen. Voodoo. Aber da, das ist so ein unsauberer U-Laut dann. Mal sehen. Klebt an meinem Marsch wie Uhu. Ja, ich spiel mit deiner Puppe, Baby. Uno. Neben mir ist keine Gras, vielleicht. Bad Maus. Warte, neben mir ist keine Gras, vielleicht? Neben mir ist keine Gras, vielleicht. Kana. Deine Freundin klebt an meinem Marsch wie Uhu. Ja, ich spiel mit deiner Puppe, Baby. Uno. Neben mir ist keine Gras, vielleicht. Vielleicht. Vom Reim her würde passen, you know. Uno. Uhu, you know. Like, neben mir ist keine Gras, vielleicht. You know. Aber dieses Gras hat mich an krasser Witze erinnert, aber das würde gar nicht eigentlich passen, Digga. Bad Mouse. Mama meinte, hilf mich jedem Jahr so lange her, Respekt. Oh, ey, ich liebe es, die beiden Stimmen jetzt auch aufeinander zu haben. Takt hat eine sehr, sehr angenehme, sehr ruhige Laid-Back-Stimme bis jetzt. Und ihre sehr auch angenehme, aber etwas höhere, weiblichere Stimme, obviously, da drauf, hört sich einfach angenehm gerade an. Okay. Daddy meinte, wird mit jeder Frau, als wäre sie deine Schwester. Okay. Doch wenn irgendjemand kommt und mit deinen Brüdern Stress macht, was dann? Ich mag's richtig, wie der Beat sich hier so langsam aufbaut und gleich so poppt. Die Junge fick ihr Leben, weil sie frech war. Okay. Egal, mit dir, was du sagst, denk lieber nochmal nach. Ey, die Melodie im Hintergrund im Beat gefällt mir sehr. Ist wirklich smart, dann wettest du dein Arsch. Überleg dir, was du sagst, denk lieber nochmal nach. Du kennst den und BDDA, ist mir irgendwie egal. Überleg dir, was du sagst, denk lieber nochmal nach. Digga, das im Auto hören, voll Bass aufgepumpt. Oder, ey, das in so einem Auto hören, Leute, die vom Dorf kommen, können das sehr relaten. Auf dem Dorf gibt's immer diesen einen Typen, der so einen Ultra-Lautsprecher hinten in seinem ganz alten, keine Ahnung, Kombi oder so drin hat, whatever. Eingebaut, so auf illegal nur, wie es nur geht, aber den größten illegalen Lautsprecher, den du dir vorstellen kannst. Selbe Typen haben vorne auch so blaue, rote LED-Lichter irgendwo verbaut, unten so, die auch leicht Feuer fangen können, aber ist auch egal, Digga, weil er auch gleichzeitig bei der freiwilligen Feuerwehr auf dem Dorf ist. Und das auf diesem illegalen Autolautsprecher mit Full Bass aufgedreht, würde ich fühlen. Okay, jetzt kommt noch ein Part von Takt, I guess, ich bin sehr gespannt. Papa meinte, sag die Wahrheit immer, außer bei den Bullen, denn bei Stress rufst du die Jungs und bestimmt nicht 110, junge Checker. Du willst noch was lernen, ja, vielleicht schreibst du dir den Text auf. Das ist dein Familienhaus, von deinen Eltern ist kein Trap-Haus. Das Koka in deinem Video sieht vom Weiten schon gestreckt aus. Jetzt bring den Trash raus, ja, ja, Leute könnten meinig sein. Guter Flow, Mann, er kommt unglaublich gut auf den Beat. Vom Weiten schon gestreckt aus, jetzt bring den Trash raus, ja, ja, Leute könnten meinig sein, manchmal zu extrem, nur weil Nazi-Kneipen brennen und wir zufällig da stehen. Ich hab Berlin in meinem Blut und ein bisschen was im Tee, also red man nicht am Telefon, als wird man sich nie sehen. Ja, dieser Takt nimmt wieder alles aus einander. Ich fühle den Flow sehr textlich, bin ich nicht der größte Freund davon, ich bin ganz ehrlich. Aber flow-technisch, der Text ist mir eigentlich auch egal, weil ich einfach nur auf den Flow und den Beat achte und er so gut auf diesen Beat float, finde ich, dass der Text Nebensache ist. Du machst Fashion cool, verpiss dich doch so, Tumblr. Glaub mir, life ist keiner krasser, außer Savage. Was? Savage? Doch so, Tumblr. Glaub mir, life ist keiner krasser, außer Savage. Glaub mir, live ist keiner krasser außer Savage. Ey, nice, wir haben gerade uns Savage gegeben, Freunde. Entweder ist das Video schon online oder es kommt gleich noch online. Digga, Props an Savage. 3, 2. Ey, Freunde, ich bin so wenig im Game drin, dass ich nicht weiß, ob Takt 2.30 hast oder Takt 3.2. Er hat gerade 3.2 gesagt. Habe ich mich das ganze Video über blamiert gerade? Wollte mir gerade sagen, ich habe das ganze Video über mich komplett blamiert und den Namen einfach falsch ausgesprochen. Können wir nochmal Regie? Können wir nochmal einen Cut machen? Sorry, Digga, wenn ich jetzt hier irgendwas falsch ausgesprochen habe. Es tut mir sehr leid, Mann. Aber das zeigt einfach, wie wenig ich in diesem Game drin bin manchmal.
Sorry, Bro, ich kann nicht von dir immer alles auf dem Schirm haben, Alter. So wie Regentropfen, ja. Aber Shoutouts an die drei mit Jumper. Sehr, sehr nicer Track geworden. Die beiden harmonieren sehr gut zusammen, finde ich. Die Stimme aufeinander beim zweiten Mal, hat sich sehr gut angehört, sehr angenehm. Ich mag das sowieso sehr gerne, wenn eine Hook dann beim zweiten Mal zusammengesungen wird. War ja bei zum Beispiel bei dem Track mit ihr und Kasimir genauso, dass beim zweiten Mal die Hook zusammengesungen wurde. Liebe ich. Ich weiß nicht warum, ich mag das einfach sehr gerne. Und Batman hat einfach so eine unglaublich schöne Stimme, dass es sich auch anbietet einfach, ja. Das zu machen. Ansonsten, wie gesagt, von Takt, ich mag seine Stimmlage sehr gerne, auch hier so sehr dieses Entspannte. Er kam unfassbar krass auf diesen Beat, er hat sehr gut geflowt. Textlich nicht das Highlight für mich gewesen, also nicht das, wonach ich suche, sage ich mal. Keine Ahnung, ob ich es jetzt, nicht das, was ich sonst so fühlen würde, 100%. Aber ich fühle den Song trotzdem, weil ich finde, man muss nicht immer krampfhaft auf den Text achten, oder es muss ja nicht immer in allen Kategorien einem 100% gefallen. So, ich fand es jetzt nicht so krass textlich, war jetzt nicht mein Geschmack, aber dafür flowtechnisch hat er abrasiert. Und er kam auf den Beat sehr, sehr krass, deswegen, ja. Fühle ich jetzt mal trotzdem sehr. Lass mal auch mal kurz da vorne. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einer weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh, hey, so wie immer, und ciao.